Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum 100 Abonnenten Special. Ja, also ich hätte niemals gedacht, auf meinem Channel einmal 100 Abonnenten begrüßen zu dürfen. Das habe ich wirklich nur euch zu verdanken, dass ihr im Prinzip euer Vertrauen mir geschenkt habt, mir eine Chance gegeben habt. Und ich sag mal, ich bin immer noch gehypt, ich bin immer noch absolut sprachlos, vor allen Dingen von dem Feedback, was ich immer mehr bekomme. Und dafür möchte ich mich, wie gesagt, ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich habe gedacht, ich gebe euch auf jeden Fall eine Kleinigkeit zurück, weil erstens, unser Zando hat noch gar nichts Privates verraten, überhaupt gar nichts. Das ist mir normalerweise heilig. Aber ich sag mal, das ein, zwei Gedanken kann ich euch da auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Dann probiere ich mal das erste Gewinnspiel bei uns auf dem Channel zu bringen. Ich hab da ein bisschen was vorbereitet. Mal gucken, was er dazu sagt. Und dann noch eine kleine Aussicht. Wie geht's denn überhaupt weiter bei uns auf dem Channel? Was habe ich geplant? Was habe ich vor? Und vor allen Dingen, da hoffe ich auf jeden Fall auf zahlreiches Feedback von euch. Ich bin gespannt. Okay? Dann machen wir mal los. Naja, meine Lieben, Zando plaudert aus dem Nähkästchen, habe ich es mal genannt. Mal gucken, was da dabei rumkommt. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Meine Zockerkarriere hat bei uns in der Stadt angefangen, und zwar direkt bei uns auf dem Marktplatz. Das ist eine unglaubliche Geschichte, das ist der absolute Hammer. Und zwar mit einem C64 und 5,5 Zoll Disketten mit einem Ameisenspiel, was ich damals gespielt habe. Ja, aufgrund meines Dialekts, es ist ja einige Male in den Kommentaren erwähnt worden, natürlich komme ich aus den neuen Bundesländern, das soll aber unserer Zockersucht auch absolut keinen Abbruch tun. Wir sind genauso versessen wie unsere Kollegen aus den alten Bundesländern. Das darf ich auf jeden Fall mit aller Zuversicht sagen. Wie ging es damals los? Ich war ein ganz, ganz kleiner Stöpsel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich stand damals auf dem Marktplatz, und zwar gab es da ganz, ganz frisch den C64 mit diesen 5,5 Zoll oder 5,25 Zoll. Das kennen diese riesengroßen Trümmer, wo ich gedacht habe, das sind Schallplatten, die sehen bloß eckig aus. Und was kann man da damit machen? Und da haben die tatsächlich so einen Rechner präsentiert, auf dem konnte man ein Ameisenspiel spielen. Und zwar musste man dort hatte man die Chance auf drei verschiedene Preise. Platz 1 hat dieses Spiel bekommen, natürlich eine Urkunde dazu, und Platz 2 und 3, die haben, glaube ich, irgendein kleines Goodie bekommen. Und der Ziel war es, mit so vielen Punkten das erste Level von links nach rechts, das war ein kleines Jump'n'Run Spiel, da musste man dann auf verschiedene Figuren drauf springen, musste man dann ein paar Münzen einsammeln und so weiter und so fort. Und oder waren es Münzen oder was Essen, ich weiß es echt noch, weil es ist viel, viel zu lange her. Ich bin auf jeden Fall Ü40, ganz kurz nochmal. Und ich sag mal, ich habe da ein paar Leuten zugeguckt, in meinem ähnlichen Alter habe ich denen zugeguckt, wie die das spielen. Ja, der kleine Zando hat damals schon gelernt und hat geschaut, wie das so funktioniert und was man da machen kann. Und ihr glaubt nicht, was ich gemacht habe. Dann war das so, dass ich dann der Letzte dann da dran war, weil ich stand immer noch mal unten, habe immer mal zugeguckt, alles schön, alles gut, ja, aber was machen die da? Die rennen da durch und haben viel zu wenig Punkte, das wurde dann an der Tafel geschrieben, und dann denkt sich Zando, das geht doch auch ganz anders. Wisst ihr, was Zando gemacht hat? Er hat natürlich auf Start gedrückt, dann ging es los und ist immer wieder auf dem Monitor, immer wieder nach links gelaufen. Wieder am Anfang der Karte ist wieder nach rechts gelaufen und nicht durch das Ziel durch, sondern der ist wieder nach links gelaufen zur Karte und hat dann wieder die Punkte geholt und ist wieder nach rechts. Mir war im Prinzip damals die Zeit egal, aber ich sage euch eins, ich habe, glaube ich, 100 mal so viele Punkte wie alle anderen gekriegt. Und ich habe den ersten Preis abgeräumt. Und das war dieses Spiel. Die anderen haben gesagt, hier, heutzutage sagt man da dazu Cheater. Es stimmt aber eigentlich nicht. Ziel war es eigentlich damals, natürlich so schnell wie es geht dort irgendwie durch. Das war aber keine Zeit, sondern es ging tatsächlich nur um die Punkte. Und das habe ich irgendwie begriffen. Ich weiß gar nicht, wie ich das heutzutage gemacht hätte. Aber damals habe ich begriffen, dass das Ziel im Prinzip das Ende ist dieses Levels. Also musst du immer wieder nach links laufen und dann wieder die Punkte abzugreifen, und das habe ich ein paar Mal gemacht, ich weiß nicht wie oft, und die Leute haben mich schon links und rechts so ein bisschen blöd angeguckt, und ich habe aber Platz 1, ich habe ihn abgeräumt, ich war stolz wie Bolle, wo ich nach Hause gekommen bin. Das Problem war halt dran, ich habe halt keinen Rechner gehabt, ne, wo ich die Disketten reinschieben konnte, aber die gibt es heute noch. Die habe ich schön in meinem Archiv oben irgendwie. Ich weiß nicht, ob er die heute noch für irgendwas verwenden kann, aber da bin ich bis heute mega stolz, mega stolz. Ja, und wie ging es dann weiter? Das ist bestimmt einigen von euch natürlich auch so gegangen. Vom Game Boy über Super Nintendo. Da gab es dann den Sega Game Gear, da gab es dann den Sega Mega Drive, da gab es dann das N64, da gab es dann den GameCube, bis heutzutage von der Microsoft Xbox, von der PlayStation. Ich habe im Prinzip alles mitgenommen, was irgendwie zockbar war. Es gab dann verschiedene Spiele, wo ich dann völlig eingesunken bin, wo ich gesuchtet habe. Kennt ihr noch auf der PS2 das erste Gran Turismo? Oder das zweite?
mit diesen absolut waghalsigen Autos, die über 400 km/h gingen, wo man wirklich diese Langstreckenrennen damit fahren konnte, das war der absolute Höhepunkt. Das war der Hammer. Ich bin zwar unterwegs manchmal vielleicht in Augen zugefallen oder so, aber ich habe das durchgezogen. Und dann gab es natürlich diese Gran Turismos etwas später, wo man natürlich diesen KI-Mitfahrer hatte und der dann für einen immer mal mitgefahren ist. Und dann konnte man sich hinlegen und die 24 Stunden halt die letzten 2-3 Stunden halt selber fahren. Also das habe ich gesuchtet bis zum Ende. Und ihr kennt es ja natürlich, Counter-Strike ganz am Anfang über den PC, ne, wo dann halt die Zeiten mit dem PC losgingen. Da gab es dann die ersten Pentium und so weiter. Da haben wir uns dann untereinander ausgetauscht, haben dann das erste kleine Netzwerk gebildet. Und das untereinander weiß ich noch wie heute mit den Nachbarn. Die waren genauso Computer, die waren genauso technikgeil wie ich. Und da haben wir dann immer zu dritt, haben wir dann auf jeden Fall Counter-Strike gespielt und so weiter und so fort. Andere Titel waren vielleicht noch, kennt ihr Wolfenstein? Ja, damit bin ich groß geworden. Also es gibt sehr viele verschiedene Titel, wo ich dann sage, erinnere ich mich gern zurück. Und das allererste Echtzeitstrategiespiel, was ich jemals gespielt habe, das war Command Conquer. Und zwar nicht Command Conquer 1, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ich weiß auch nicht warum. Und zwar hat ein Schulkollege damals von mir Command Conquer 2 gebracht. Das haben wir damals auf dem allerersten Schulrechner bei uns installiert. Das weiß ich noch wie heute. Das war ein Pentium 1 mit 120 MHz oder 100 MHz. Den konnte man boosten auf 133 und da ist dieses Spiel gerade so gelaufen. Und meine Lieben, das könnt ihr mir glauben, so viele Farben, wie ich dort in dem Spiel gesehen habe, da haben einfach nur die Augen geglitzert. Da haben wir, also meine zwei Kollegen und ich, meine zwei kleinen Kumpels und ich, wir haben dort in den Bildschirm reingeguckt. Das war, glaube ich, so ein kleiner 13 Zoll, 15 Zoll. Das erste Teil mit Farbe, das kann man sich sogar noch mal vorstellen. Und zwar so ein riesen Röhrenmonitor, da guckt man da rein und denkt so, Alter, geil, das ist ein Panzer oder das ist ein Baufahrzeug oder das ist jemand, das sammelt irgendwas ein oder das sind Soldaten. Was ist denn da los, ne? Und seitdem bin ich vom PC eigentlich nie wieder weggewichen. Im Prinzip, ich habe immer mehr natürlich bisschen Technik dazu gekauft, je nach Budget, je nach Ressourcen, habe ich auf jeden Fall immer wieder mal was dazu gekauft, immer mal wieder was verkauft und so weiter und so fort. Und so spiele ich heute auf einem ganz normalen Rechner. Ihr wisst selber, habe ganz normale Komponenten drin. Das merkt man dann im Anno 1800 Let's Play manchmal, dass es halt das ein oder andere Mal kleine Ruckler gibt. Aber ich habe mir da schon mal so ein Angebot kommen lassen. Aber wie gesagt, das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Das kann ich definitiv nicht alleine stemmen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie gesagt, meinen privaten Namen, den verrate ich erst einmal noch nicht, weil den hebe ich mal nochmal auf. Das ist eines sei gesagt, ich habe noch zwei Meilensteine, die ich hier noch erreichen möchte, jetzt wo ich die 100 Abonnenten auf jeden Fall geknackt habe. Das sind die 500 Abonnenten und das sind natürlich selbstverständlich die 1000. Weil mit den 1000 und euch zusammen vielleicht geht's oder vielleicht darf ich das, dass ich das irgendwie vielleicht mal nebenberuflich mitmachen kann. Das wäre mein absoluter größter Traum. Mein wirkliches Hobby, was ich seit Jahrzehnten, muss man schon ganz ehrlich sagen, was ich seit Jahrzehnten ausübe, dass ich das vielleicht mal wenigstens nebenberuflich machen kann und euch noch mehr Content bieten kann als jemals zuvor und vor allen Dingen, dass ihr da Spaß dran habt, dass ihr euch unterhalten fühlt. Das gibt mir sehr, sehr viel und vor allen Dingen euer Feedback sagt mir immer wieder, dass das, was ich mache, möchte mich ja immer mitteilen, dass es euch gefällt, dass ihr euch da reinversetzen könnt, dass ihr mitfiebert und das gibt mir so viel und dafür, wie gesagt, einen ganz, ganz herzlichen Dank. Nochmal, wenn ihr Fragen habt, gerne die Kommentare. Das eine oder andere werde ich dann bestimmt nochmal gerne beantworten, wenn vielleicht kurz und knackig. Auf das andere, das lasse ich dann, das schreibe ich dann einfach mal Punkt, Punkt, Punkt unten drunter, oder? Ich möchte ja noch nicht alles verraten über meine Person. Dann gehen wir zum nächsten, oder? Kommen wir zum Gewinnspiel. Was gibt es denn überhaupt zu gewinnen? Oder lohnt sich das überhaupt mitzumachen? Ich kann euch sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein bisschen tricky, da mitzumachen. Aber zu gewinnen gibt es jetzt hier unten zweimal die Anno 1800 Investorenausgabe. Alle beide Spiele, beziehungsweise das ist ja ein schöner großer Karton mit einem Code innen drinnen, den man dann freischalten kann, direkt auf der Anno 1800 Webseite. Ich sag mal, die zwei wurden mir auf jeden Fall von meiner Familie zur Verfügung gestellt und die möchte ich euch gerne als Dank, als Gewinnspiel anbieten. Was ihr dafür machen müsst, kommt jetzt. So, mein Lieben, was müsst ihr dafür tun, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Das ist ein bisschen tricky. Ich habe mir da vielleicht mal so ein kleines Hintertürchen, so nur zwei, drei Aufgaben ausgedacht. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere trotzdem dahinter steigt. Es soll ja auch nicht so einfach sein, ne?
In der Zeit vom 7. bis zum 20. Februar werde ich natürlich euch wie gewohnt Anno 1800 Content präsentieren. Freue mich da riesig drauf und natürlich wird die ein oder andere Mod-Folge zwischendurch mal wieder mit einstreuen. Ich hoffe auf zahlreiche Kommentare von euch, und zwar gibt es dort spezielle Videos, und zwar genau 3 Stück in dieser Woche beziehungsweise in den 2 Wochen. Diese 3 Videos sind in diesem Video speziell gekennzeichnet, und zwar blende ich euch dort zwischendurch 3 Zahlen ein. Im Prinzip habt ihr am 20. Februar einen Code von 9 Zahlen, den ihr mir entweder per E-Mail schreibt oder euch im Discord bei mir einloggt und den mir per privater Nachricht zukommen lasst. Der das tut, und da, wo der Code richtig ist, schreibe ich natürlich mir den Namen raus und schreibe mir natürlich, ihr könnt auch gleich die Adresse mit dazu posten, eure Adresse von zu Hause, schreibe ich natürlich den Namen gleich raus und natürlich auch die Adresse. Dann gebt doch mal bitte eine Woche oder 2 Zeit, ich werde euch dann zeitnah in Kenntnis drüber setzen, dann mache ich dann irgendwann einen Gewinnspiel-Cut und dann werde ich das Gewinnspiel entweder per Livestream oder dann bei mir zu Hause mit meiner Familie auf jeden Fall auslosen, und einer von euch, der kriegt dann auf jeden Fall die Investorenausgabe, okay? Ich würde euch noch herzlich bitten, damit ich weiß, wie viele da überhaupt teilnehmen, wie viele da Bock drauf haben, wer diese Videos sieht, wer die Zahlen erkennt, und ich werde euch gleich darauf hinweisen, Achtung, die Videos beginnen nicht nur am Tag um 18 Uhr, sondern ich werde da ein bisschen Varianz reinbringen. Es kann auch mal sein, dass ein Video um 12 Uhr online geht, es kann auch mal sein, dass ein Video erst um 21 Uhr online geht. Ich würde euch da ganz herzlich bitten, sobald ihr das registriert habt und sobald ihr da irgendwas mitgekriegt habt, Mensch, das ist ein Video, was speziell gekennzeichnet ist, seid bitte so gut, postet es bitte nicht, weil es sollen bitte alle anschauen. Das würde mich ein kleines bisschen unterstützen, ganz, ganz wichtig, und eure Chancen auf das Gewinnspiel definitiv erhöhen, weil je nachdem, ob es nicht so viele Leute wissen, ist natürlich immer besser, wie wenn es mehr Leute wissen, den Code. Schreibt trotzdem im Kommentar drunter, und wenn es ein ganz kurzer Kommentar ist, Video hat mir sehr gefallen oder Video hat mir nicht gefallen oder ich lese mir alles sehr, sehr gerne durch, oder ihr habt eine spezielle Frage, das versuche ich natürlich auch sofort zu beantworten. Ja, so viel zum Thema zum Gewinnspiel. Ich bin gespannt, wie viel mitmachen, und ich hoffe auf zahlreiche E-Mails bzw. auf zahlreiche private Nachrichten mit dem richtigen Code. Okay? Mein Lieben, ich habe noch einen kleinen Einwurf. Wenn ihr wissen wollt, in den 2 Wochen, wann das nächste Anno 1800 Video online geht, dann würde ich euch ganz herzlich bitten, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. So verpasst ihr in den 2 Wochen natürlich kein nagelneues Anno 1800 Video, wo wieder ein kleines Code-Fetzchen dabei sein könnte. Okay? Ja, und was gibt es abschließend noch zu sagen? Das Raft Let's Play, das neigt sich dann so langsam dem Ende. Wir machen dann mal zwischendurch Pause und warten dann, wie gesagt, auf das neue Update. Das Kapitel 1 haben wir ja so gut wie es geht abgeschlossen. Wir waren jetzt eigentlich fast so weit, dass wir unterwegs Richtung Caravan Town auf jeden Fall aufbrechen können. So weit habe ich auf jeden Fall vorproduziert. Ich würde da trotzdem auf jeden Fall eine Pause machen und würde das mit euch auf jeden Fall im Livestream angucken. Das würde mir dann persönlich richtig, richtig viel Spaß machen, damit ich das euch mal live, wie gesagt, näher bringen kann. Zum Anno 1800 Live-Content auf jeden Fall auf Twitch würde ich dann sagen, wir starten dann verschiedene Testserien. Und zwar würde ich dann mit richtig schweren Gegnern und mal richtig anderem Schwierigkeitsgrad, zum Beispiel ganz, ganz wenig Kapital, ganz wenig Einfluss, mit ganz, ganz wenig Umsatz, was die Bevölkerung dort abwirft. Das würde ich auf jeden Fall mit euch mal versuchen anzuzocken und mal zu testen, je nachdem, wie gut oder wie schlecht sind wir da, wie kommen wir da voran, beziehungsweise wie gut oder wie schnell sind dann die anderen. Das habe ich auch so noch nie ausprobiert, außer letztens mit dem kleinen Gamecheck, mit dem kleinen Let's Play Test, mit den zahlreichen Mods, beziehungsweise auch mit den etwas schwierigeren Gegnern. Was gibt es noch zu sagen? Das Raft neigt sich, wie gesagt, dem Ende entgegen vom Let's Play, und deshalb würde ich sagen, da in diesem Slot kommt natürlich wieder ein neues Spiel rein. Hatte ich erst letztens in dem angezockt Video bzw. in dem Gamecheck Video gezeigt, und zwar wird das dann The Infected werden. Da freue ich mich riesig drauf. Das ist ein Spiel, was die ganze Zeit bei mir in der Schublade lag bzw. liegt, und
Und da geht es dann auf jeden Fall weiter. Dann haben wir natürlich irgendwann das Anno 1800 Let's Play, was natürlich sich auch dem Ende neigt, weil der Anarchist ist jetzt auch langsam Geschichte. Wir müssen noch in Besa-Bevölkerung und dann kommt noch Bände dran und dann haben wir hoffentlich irgendwann mal die 100.000 Einwohner, dass wir auch natürlich die Staffel 1 beenden können. In der Zwischenzeit würde ich euch gerne noch mal ein anderes angezockt bzw. Gamecheck-Video zeigen. Und zwar habe ich ein wunderschönes kleines Aufbauspiel gefunden. Das nennt sich Foundation. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich bei euch kennen. Das würde ich euch in der Zwischenzeit auch noch mal zeigen wollen. Da hoffe ich auch auf zahlreiche Kommentare von euch, ob ihr auch sowas mal sehen wollt. Ein anderes Aufbaustrategiespiel wie Anno 1800 würde mich mal sehr, sehr interessieren, ob ihr da Bock drauf habt oder ganz und gar nicht. Dann habe ich mir noch überlegt, machen wir noch vielleicht irgendwo, vielleicht zwischendrin mal noch so einen kleinen Shooter rein. Wie gesagt, Fallout 4 ist auch eher auf Survival-Basis. Da haben wir auch mit verschiedenen Mods gespielt. Ich habe noch Metro Exodus, habe ich noch in petto. Und das wollte ich auf jeden Fall auch mal in einem Let's Play komplett mit einfließen lassen, weil ich finde alleine die Stimmung und die Umgebung und alleine die Story in dem Spiel ungemein tiefgreifend und sehr, sehr schön gemacht. Und ich denke mal, vielleicht früher oder später wird sich da auch hier irgendwo einen Weg mit reinfinden lassen, dass ich das auch immer mal spielen darf. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ich wollte euch erstmal einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht. Ganz, ganz zum Schluss. Ganz, ganz zum Schluss, wie gesagt, entschuldigt bitte, ganz, ganz zum Schluss noch, ihr seht schon ein bisschen, ne? Nervosität, habe ich noch zwei kleine Träume. Natürlich, das nächste große Abo-Special wird dann bei 500 Abonnenten auf jeden Fall von mir produziert werden. Und das riesengroße natürlich bei den 1000, das ist jetzt natürlich mein ganz, ganz erklärtes Ziel. Nicht, weil ich da damit irgendwie einen finanziellen Vorteil sehe, im Gegenteil, sondern weil ich jetzt festgestellt habe, dass ich da gerade mit den Mod-Sammlungen und so weiter bei euch, dass das wirklich super angekommen ist und dass ich durch euch eigentlich meine Passion wieder entdeckt habe. Und zwar nicht nur spielen, nicht nur Let's Plays, wie es eigentlich sehr, sehr viele machen, sondern eigentlich wirklich die meisten Spiele, dass wir die wirklich modden, dass wir die wirklich intensiv modden und dass ich das wirklich euch zeigen kann, inklusive den Mods, wie man die aktuell hält, wie man das installiert und so weiter und so fort. Das macht mir einen riesen Spaß, das glaubt ihr mir gar nicht und das macht richtig, richtig Bock, das euch zu zeigen und nur genau deshalb habe ich natürlich auch den kleinen Discord-Channel ins Leben gerufen und dann, wie gesagt, wenn ihr für irgendein Spiel vielleicht irgendeine Frage habt und ich kann die euch nicht gleich per Kommentar beantworten, wie gesagt, per Discord bin ich eigentlich meistens erreichbar, auch wenn da oben steht, bitte nicht stören. Jetzt habe ich da reingeschrieben, ich bin bitte nicht stören, aber natürlich bin ich anschreibbar. Dann kommt auf jeden Fall rein, stellt gerne eure Fragen und ich würde mich natürlich über Zulauf auf meinem kleinen Discord-Channel auch riesig, riesig freuen. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das 100 Abonnenten-Special. Ich hoffe, ich konnte euch einige Informationen geben, auf die ihr so lange gewartet habt. Das erste Gewinnspiel war dabei. Die Aussichten auf dieses Jahr habe ich euch ein bisschen präsentiert. Und wie gesagt, alles andere läuft dann in gewohnten Gängen weiter. Beziehungsweise vielleicht dann einen Gang hochschalten. Schauen wir mal. Oder einen Gang runter. Eventuell. Alles andere dürft euch dann in geraumer Zeit auf jeden Fall mitteilen. Bis dahin, bleibt gesund, gute Zeit, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!